mit Phil. So, das war's mit unserer 100. Songparodie. Habt ihr endlich genug? Fragt's in die Kommentare! TC. Yay! Und dem Quotentürken. Oh, nur weil ich Türke bin, ey. Und nachts ist es kälter als draußen. Was ist das denn hier? Bin ich hier beim Arbeitsamt oder was sind das für Gestalten? Hey! Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Hm? Ich bin Aldi. Wölfe rein. Ich erzähl dir die Geschichte des Jungen. Einst lebte er mit einem Wunder... Komm. Wer... Ach, halt die Fremde. Mit einem Jay... Voltur. Der labert. Verdammt, kannst du nicht aufhören, mich wegzudrücken dauernd? Aber ich hab unhöflich doch... sowas. Aber ich... Ziehen Sie mit GarageBand. Sie werden schnell den Dreh raus haben. Der ITV ist das ultimative TV-Gerät. Er bringt Internet auf den großen Bildschirm und wird unsere Gewohnheiten beeinflussen. Das verändert alles. Wieder einmal. Kannst du mal aufhören? Aber ich habe eine Frage. Was denn? Kann man damit auch Fernsehen? Ja, wir arbeiten daran. Stell dir mal vor, wir würden Schere-Steinpapier umwandeln in Cola versus Wasser-Steinpapier. Wer würde gewinnen? Coca-Cola Light, macht die Busen breit, macht den Pimmel rund, ist gesund. Genauso wenig wie FC Bayern. Das ist Wahnsinn. Verdammt, ich lieb dich. Cooles Medley. 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 Medley, ich lieb dich immer noch. Medley. Ich meine, so fanat, wie du in die Cola bist. Kann es sein, dass du sogar deine Pflanzen mit Cola begießt? Klar. Weißt du, die Toiletten sind so schlimm und vor allem, wenn man dann während dem Fahren, wenn es wackelt, dann immer pisst, dann und malt man irgendwelche Gemälde von Picasso an die Wand mit dem Strahl und dann die armen Putzleute auch die sauber machen müssen. Ey, da fahre ich echt lieber mit dem Auto, fährst mal kurz irgendwo ran, hältst mal schön an und pinkelst einfach in den Busch. Ist viel cooler. Meinst du den ehemaligen Präsidenten von der USA oder was? Jetzt habe ich auch einen Popel. Steckt halt auch in die Hosentasche. Und was für ein paar Stunden denkt man, oh cool, man kann schlafen. Und just in diesem Moment hört man dann die Fahrkarten bitte. Nein.